Der Winter hat das Land im Griff. Minus 15 Grad in der Nacht und tagsüber minus 5. Ich muss ein neues Projekt beginnen. Um genauer zu sein, brauche ich eine neue Heizung für das Tierhaus, was ihr hinter mir seht. Das Tierhaus wird aktuell elektrisch geheizt über einen Heizlüfter. Die Energie für diesen Heizlüfter kommt von einer PV-Inselanlage, einer Off-Grid-Anlage, die ich hier auf dem Vogelhaus gebaut habe. Oben in der Ecke findet ihr einen Link, da zeige ich, wie ich das Ganze gemacht habe. Die Anlage besteht aus 4 Modulen, a 130 Watt und soll das Haus versorgen. Im Sommer ist das Ganze kein Problem, im Winter, gerade bei diesen Temperaturen, wird das Ganze schon kritischer. Die Inselanlage läuft über 24 Volt Gleichstrom. Der Gleichstrom wird über diesen Laderegler auf die Batterien aufgeladen. Ich habe insgesamt 3 Batterien, a 120 Amperestunden. Und wenn ich jetzt hier einmal schaue, die Sonne steht fast perfekt im Winkel. 5,8 Ampere Ladeleistung, die hier in die Batterien fließen. Die Anlage ist so konzipiert, dass wenn die Batterien alle sind, wenn sie unter ihren Mindestfüllstand fallen, wird das Ganze automatisch umgeschaltet auf Netzstrom und das Vogelhaus wird weiterhin mit Strom versorgt. Aktuell habe ich eine Batterieleistung von 100% bzw. knapp 13,5, 13,4 Volt, die anliegt. Wenn das Vogelhaus vom Frühjahr bis zum Herbst ausschließlich mit den Vogellampen, mit den Nachtlampen und dergleichen betrieben wird, ist das Ganze völlig selbstlaufend. Ich muss hier keinen zusätzlichen Strom aus dem Netz beziehen. Wenn aber im Winter der Heizlüfter anläuft, die Heizung das Ganze hochheizt im Vogelhaus, dann geht die Leistung der Batterie ruckzuck runter. Nach ungefähr 2 Stunden sind die Batterien so weit erschöpft, dass das Ganze wieder umschaltet auf den Netzstrom. In den letzten Tagen kam noch häufig Schnee dazu, sodass die Module einen Großteil des Tages noch bedeckt waren, bevor die Sonne sie freigelegt hat. Und ihr könnt es euch denken, hier kommt einfach kein Strom mehr an, der das Vogelhaus bedienen soll. Das Innere des Vogelhauses ist zweckdienlich eingerichtet. Wie ihr sehen könnt, haben die Piepmätze ihren Spaß und die Nager hüpfen auf dem Boden herum. Die Temperatur beträgt aktuell knapp 5,2 Grad, hier auf dieser Ebene, oben an der Decke sind es knapp 10 Grad. Die Heizung, dieser Heizlüfter, hat eine Leistung von 800 Watt bzw. 1600 Watt und wird über ein eigenes Thermostat geregelt. Zusätzlich habe ich eine manuelle Regelung an der Steckdose angebracht, die auch im Falle eines Stromausfalls anschließend wieder anspringt. Mit dieser Steuerung habe ich eine Temperatur von ungefähr 10 Grad in diesem oberen Bereich hinterlegt. Den Vögeln machen die kalten Temperaturen erstaunlicherweise gar nicht so viel aus. Wenn ich jetzt die Luke öffnen würde, würden sie alle hinausfliegen und draußen im Freien herumzwitschern. Aktuell läuft die Heizung dieser Heizlüfter faktisch zu 90% ausschließlich über teuren Netzstrom. Die Off-Grid-Anlage ist nicht in der Lage, genügend Strom zu produzieren, um dauerhaft diesen Heizlüfter zu versorgen. Dafür hätte ich die Anlage deutlich größer dimensionieren müssen, wofür mir schlicht der Platz fehlt. Unterm Strich habe ich stattdessen teure Heizkosten über elektrischen Strom. Das Ganze möchte ich jetzt abändern mit meinem neuen Projekt, und zwar indem ich für die Beheizung dieses Tierhauses eine Dieselstandheizung einbaue, eine sogenannte China-Heizung, wie es so schön heißt. Ich werde auf der Außenseite vom Tierhaus eine Installationsbox bauen. Ich werde dort diese Dieselheizung installieren und hier ein Umluftsystem etablieren. Die Anlage soll mehr oder weniger autark laufen mit dem Strom, der hier vom Dach kommt. Und bevor ich das Ganze beginne, bevor ich loslege, werde ich natürlich erst einmal die Heizung auspacken und sie mir im Genaueren ansehen. Die Wevor Standheizung kam in einen Karton, der nicht viel größer war als die Standheizung selber. Das Zubehör, welches inklusive ist, reicht völlig aus, um eine erste Installation vornehmen zu können. Neben dem Heizgerät gehört ein Lüftungsschlauch dazu für die warme Luft, die aus dem Rohr eingeleitet werden kann. Es gibt einen Luftverteiler dazu, der direkt an das Rohr angebunden werden kann, den man drehen kann ohne weitere Einstellungen. Ein
Auspuff bzw. ein Schalldämpfer ist mit dabei für den Auspuff, für die Luftansaugung ein Filter. Der Luftansaugschlauch, der die Verbrennungsluft in das Gerät einbringt. Der Abgasschlauch aus Metall, relativ starr und robust. Natürlich Schellen, um das Ganze miteinander zu verbinden, um es dauerhaft zu befestigen. Es gibt ein kleines Kabelset dazu, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Denn das Gerät läuft zwar mit Diesel, benötigt aber kontinuierlich eine 12 Volt Stromversorgung. Speziell zum Start ist hier eine höhere Leistung erforderlich. Wenn die Glühkerze vorglüht, der Diesel erstmal erhitzt wird, sollten hier durchaus 12 bis 14 Ampere Leistung gewährleistet werden, die hier einfließen. Wenn ihr eine ganz normale Autobatterie anschließt, sollte das völlig ausreichen. Das habe ich bereits getestet. Selbst direkt über meine PV-Anlage wird die Leistung bereitgestellt. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Batterie mit einem Berührungsschutz, an welcher man die Standheizung einschalten, ausschalten und die Temperatur verändern kann. Das Gerät selber ist von außen recht schlicht gehalten. Es gibt den Dieseltank, der direkt integriert ist. Es gibt einen Tragegriff, mit dem man dieses Gerät relativ einfach durch die Gegend tragen kann vom Gewicht her. Und ich habe jetzt ungefähr ein Drittel Diesel eingefüllt. In diesen 5 Liter Kanister ist das Ganze durchaus handelbar. An der Front der Luftauslass, an dem die warme Luft ausgeströmt wird. Hier könnte man vom Prinzip her direkt dieses Rohr anschließen und entsprechend die warme Luft weiterleiten. Das Display hat die Grundeinstellung über 6 Leistungsstufen von der 1 bis zur 6. 6 wäre die volle Leistung, bei der 1 nur die kleine Leistung. Bei diesen Displays ist mir bereits aufgefallen, dass je nachdem, wann man diese Geräte kauft, welche Ausfertigung man kauft, es immer ein anderes Display gibt. In meinem Fall habe ich die 3-Knopf-Variante, kleiner, ein Aus, größer. Wobei hier das Besondere ist, wenn ich das Ganze auf kleiner, also nach links schalte, das eine Höherstufung bewirkt. Und wenn ich nach rechts klicke, vom Verständnis her eine Erhöhung, wird hier aber heruntergeschalten. Ich werde euch ein separates Video machen, in dem ich euch die Fernbedienung dieses LCD-Display noch einmal genauer vorstelle. Denn neben diesen Grundeinstellungen kann man hier noch viel mehr machen. Allerdings sind die Funktionen ziemlich versteckt bzw. sogar gesperrt. Da muss man ein bisschen nachforschen, um der ganzen Sache Herr zu werden. Ich werde die Standheizung aufschrauben, ich werde das Gehäuse entnehmen und werde einmal schauen, wie es im Inneren aussieht. Das Innere der Standheizung gestaltet sich relativ unspektakulär. Man sieht, der Tank ist hier in dieses Gehäuse eingestellt. Auf der Rückseite dieser Kasten ist die eigentliche Standheizung. Und diese Heizungen könnt ihr auch separat erwerben. Dann bekommt ihr dieses Teil. Auf der Rückseite wird die Luft angesaugt, in der Mitte erwärmt. Vorne wird die warme Luft wieder ausgestoßen. Das kostet etwas weniger, allerdings muss für den Einbau entsprechende Halterung und Gestelle separat erworben, gekauft werden. Bei diesem Modell ist alles inklusive, tragefertig, das finde ich auf jeden Fall schon mal klasse, dass man diese Box überall einfach mit hinnehmen kann. Das Gestell selber ist, wenn der rote Rahmen entfernt ist, ein wenig wackelig. Man sieht auch, es sind die Schrauben einfach nur eingezogen worden. Auf der Rückseite normale Stapelschrauben, da kann man auch nichts mehr festziehen. Aber letztendlich, wo soll das Ganze auch hin? Neben der Heizung ist das Display auf der Vorderseite. Der Tank, wie eben schon gesagt, den kann ich ein wenig herausnehmen. Auf der Rückseite seht ihr jetzt hier den Anschluss, an dem der Diesel gezogen wird, die Pumpe und hier die Verbindung für das Display. Das Ganze mit einem Steckerkontakt. Mein Ziel ist es ja, dieses Display im Haus zu positionieren, im Tierhaus, damit ich direkt die Temperatur steuern kann. Denn das Steuergerät hat ein integriertes Thermometer. Ich kann die Wunschtemperatur einstellen und das Gerät sollte sich automatisch alleine regeln. Die Pumpe und auch die Verbindungsstücke sind aus massivem Gummi.
Der Schlauch für den Diesel ist relativ starres Plastik. Das ist jetzt nicht dieses weiche Plastik wie vom Aquarium oder ähnliches. Auf der Rückseite der Anschluss für die Stromversorgung. In meinem Fall läuft das Ganze über 12 Volt. 40 Watt ist die Leistung, die benötigt wird, um das Ganze am Laufen zu halten. 8 kW wird als Heißleistung angegeben. Da bin ich durchaus skeptisch, denn dieses Modell ist nahezu baugleich mit der 5 kW Variante. Lediglich die Elektronik, die Software dahinter soll ein wenig optimiert worden sein. Selbst wenn nur 5 oder weniger kW effektive Heizleistung gewonnen werden, muss ich sagen, wäre es für mich ein Riesenfortschritt, denn der Strom, der bisher durch den Heizlüfter läuft, ist deutlich teurer als der Diesel bzw. das Heizöl, was ich hier verwenden kann. Auf der Rückseite hier die Zugänge für den Kraftstoff. Das Ganze wird auf der Unterseite eingelassen. Ihr seht jetzt hier die beiden Stutzen, der Zugang für den Kraftstoff in der Mitte und zwei Lufteinlässe bzw. Auslässe. Im vorderen Bereich, da wo die Luft herausgelassen wird, ist der Abgasanschluss. Hier werden die Abgase hinausgeführt, in der Mitte der Diesel eingeführt und der hintere an der Ansaugung, hier wird die Verbrennungsluft für den Diesel eingelassen. Das Gerät ist vom Prinzip her komplett autark. Es kann im Innenraum betrieben werden, solange der Anschluss für den Abgas dicht ist, solange der Abgasschlauch lang genug ist, damit die Abgase sich nicht irgendwo im Wohnbereich verteilen. Sinnvoll ist auf jeden Fall ein Kohlenmonoxid- bzw. CO2-Melder und dergleichen zu verwenden, um zu prüfen, dass die Luft, die eingeblasen wird, tatsächlich sauber ist. Ich für meinen Fall werde das Gerät dennoch auf der Außenseite einbauen. Zum einen möchte ich, dass die Tiere nicht den Krach hören, den die Pumpe zum Beispiel macht, den das Gebläse macht. Und zum anderen sind die Tiere doch deutlich empfindsamer, was jetzt schlechte Luftqualität und dergleichen angeht. Aus dem Grunde werde ich diese ganze Konstruktion außerhalb des Vogelhauses installieren, werde den Zuluftschlauch in das Vogelhaus einbringen, einen Rückschlauch aus dem Vogelhaus auf der Rückseite anbringen und das Ganze auf diesem Wege betreiben. Bevor ich mich aber an den Bau meiner Heizbox mache, möchte ich einen ersten Probelauf starten, indem ich das Gerät einfach mal anschließe, hier im Freien Auspuff anschließe, Luftzulass anschließe und einfach mal teste, wie das Ganze läuft. Zur Montage von Auspuff und Frischluft habe ich mir das Gerät auf die Seite gelegt. Der Anschluss, das Aufstecken ist relativ einfach. Die Öffnungen sind groß genug, selbst mit der Schelle bekomme ich das problemlos drüber. Was meiner Meinung nach nicht ganz so gut gelöst ist, ist der Zugang zur Schelle, um diese dann mit der Schraube festzuziehen. Wenn ich das Ganze jetzt hier einstecke und später mit dem Schlüssel das Ganze festziehen möchte, habe ich hier drinnen nicht viel Platz. Ich kann von oben ein wenig schrauben. Das ist etwas eng, aber es funktioniert. Für das Frischluft ist das gar nicht so relevant, für den Abgasschlauch aber umso wichtiger, denn dieser muss absolut dicht aufsetzen, um die schädlichen Abgase herauszutransportieren. Ich werde sicherheitshalber noch eine Auspuffmontagepaste anbringen, die im Schlauch eingebracht wird, außenrum geschmiert wird, drüber gestülpt wird. Die Paste ist relativ weich und sobald dieser Schlauch sich heiß genug erhitzt durch die Abgase, verfestigt sich diese Masse, wird dicht und das Ganze hat eine höhere Sicherheit. Zur Stromversorgung werde ich einen Transformator verwenden, der die entsprechende Leistung bringt. Das Ganze über ein Stromkabel angeschlossen, erst einmal provisorisch. Später an meiner Heizbox wird das Ganze natürlich ein wenig professioneller werden. Übrigens, die Heizung, das Zubehör und dergleichen, das verlinke ich euch unter dem Video, genauso wie die Links zu den Tipps, zu den Anleitungen und dergleichen. Wenn ihr mögt, schaut einfach mal in die Beschreibung, dort könnt ihr das Ganze nachkaufen und meinen Kanal dabei unterstützen. Und wenn ihr einmal dabei seid, gebt mir den Daumen nach oben, wenn euch mein Video bisher gefallen hat. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben und ich mache an der Stelle nun weiter. Meine provisorische Stromversorgung mit 12 Volt Spannung habe ich auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen. Der Diesel ist in Tank eingefüllt und das Display ist aktiv. Ich kann meinen Test starten. Vor dem Luftauslass habe ich ein Thermometer aufgestellt, um zu testen, wie warm die Luft ist, die aus diesem Gerät herausströmt.
Aktuell haben wir 11,2 Grad und das Display von der Standheizung zeigt 11 Grad. Den Auspuff habe ich an die Seite gedreht. Der muss später auf jeden Fall nach unten abgewinkelt werden, damit das Kondensat ablaufen kann und die Frischluft wird auf der Rückseite gezogen. Ich aktiviere das System, indem ich auf den On-Off-Schalter drücke. Man hört ein kleines Klicken und dann läuft das Ganze los. Nach knapp 3 Minuten läuft die Dieselheizung mit normaler Leistung. Der Abgaskrach, die Luftgeräusche sind deutlich zu hören. Das wird mit dem Schalldämpfer vielleicht ein wenig besser. Dadurch, dass ich diese Heizung außerhalb des Hauses einbaue, stört mich das aber nicht weiter. Meine Konstruktion zur Messung der Temperatur musste ich umbauen, denn der Luftstrom war so stark, dass es mir mein Thermometer einfach umgeworfen hat. Ihr seht mittlerweile eine Temperatur von 57,2 Grad Celsius, die aus dieser China-Heizung ausströmt. Die Temperatur im Außenbereich ist nach wie vor bei 11 Grad. Aktuell läuft die Leistungsstufe 3, wie ihr hier sehen könnt. Ich erhöhe das Ganze nun auf das Maximum, auf die 6. Bereits kurz danach kann man hören, wie die Abgasgeräusche deutlich lauter werden und auch das Klacken der Pumpe, die den Diesel in die Heizung hineinbefördert, ist immer schneller geworden. Nach einer guten Viertelstunde habe ich mein Experiment abgebrochen, weil mein Thermometer nicht mehr in der Lage ist, die Temperatur anzuzeigen. Die Luft war einfach zu warm und hat das Display gestört. Ich habe die Heizung wieder ausgeschaltet und muss sagen, ich bin durchaus begeistert. Dieses Teil hat echt Power, da kommt richtig schön warme Luft raus und vom Verbrauch her, zumindest rein optisch, kann ich hier keinen Unterschied erkennen. Was denkt ihr? Lohnt sich so ein Gerät für knapp 140, 150 Euro Standalone mit Rahmen, mit Befestigung, alles mit dabei? Ich denke, das ist schon eine tolle Sache. Der erste Test zu dieser Standheizung von Weber, der ist abgeschlossen. Und ich muss sagen, ich bin durchaus begeistert. Das Gerät ist solide gebaut, die Wärme, die kommt, ist völlig ausreichend. Und auch wenn man an der einen oder anderen Stelle sicherlich am Material gespart hat, muss ich sagen, für diesen Preis kann ich nicht mehr erwarten, das Gerät macht das, was es soll. Jetzt seid ihr aber an der Reihe. Gebt mir doch einfach mal ein Feedback. Wie denkt ihr über diese Standheizung, über dieses Gerät? Wie denkt ihr über mein Projekt? Was haltet ihr davon, dass ich das Vogelhaus, das Tierhaus zukünftig über eine Standheizung, über eine China-Heizung betreibe? Das Ganze soll ja den Stromverbrauch senken und zukünftig muss ich gar nicht auf Diesel zurückgreifen, denn ich kann das Ganze ja auch mit Heizöl betreiben, was kostentechnisch noch einmal etwas günstiger wird. Dieses Gerät wird aber nicht so verbaut, wie es hier steht, denn dafür kommt diese Kiste mit den Materialien, wie ihr hier seht, zum Einsatz. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mit dem verknüpfe, dann abonniert meinen Kanal, schaut unten links in die Ecke, klickt dort auf Abonnieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Und natürlich schaut doch mal unter das Video, dort verlinke ich euch die Produkte, die ich hier verwende. Wenn ihr die nachkauft, unterstützt ihr meinen Kanal, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video, wenn ich euch zeige, wie ich dieses Gerät in die Kiste einbaue und das Ganze später im Vogelhaus montiere. Bis dahin, bleibt dran, macht's gut. Ciao.